Nee, dafür gibt's was anderes. Okay, gut. Eine Brunnenkurbel nennt sich das Ding. Macht Sinn. Sollte man meinen, ne? Die Brunnenkurbel kurbelt den Brunnen. Ein Familienfoto macht so etwas nicht. Nee, das macht Familienfotos Kaputt. kaputt. Ja, nur wenn du sagst, das ist ein Familienfoto zu deiner Frau und deine Frau da nicht drauf ist, sondern eine andere. Ja, das ist schlecht. Ja, genauso wie dieses Mittagessen. Das ist auch schlecht. Ach Mensch, nochmal, ey. Die Schublade würde sich auch ganz einfach aufschießen lassen, aber mein Gott, Ethan. Ja, In Logik hat er nie aufgepasst. die Spiellogik müsste ja einmal greifen, dass man solche Schlösser mit einer Knarre aufballern kann. Ja. Oh. Immer so zur Seite Ja. sliden, ey. KO. Na, wer will's sonst noch wissen? Da oben. Der will's wissen. Auftrag Exekution. Fatality. Oh ja. Ethan wins. Flawless Victory. Oh, scheiße. Nee, heute lasse ich mich mal nicht Das ist wohl begrapschen. einer dieser berühmten Mortal Kombat Scheiße! Tag-Kämpfe. Ja, aus den neuen Teilen, die Handicap-Matches. Die waren immer gut. Ja, weil Also man da immer zum am meisten Schauen auf jeden Fall. stirbt. Zum Spielen waren die, glaube ich, absoluter Horror. Ja, ich bin auch sehr froh, dass sie im 10er und 11er die nicht mehr mit reingenommen haben in den Story-Modus. Pass auf, neues Feature in Mortal Kombat 12. Handicap-Matches. 3 gegen 1. Keiner mehr hier? Ah, Was sagt die Scheiße. Musik? Da hinten ist einer. Der Wichser hat eine Rüstung an. Der ist ganz schön schnell. Da würde er so dicke Klauen haben. Könnte es Vega sein? Zumindest das asiatische Cover. Ah, jetzt hat er keine Kopf. Jetzt ist sein Kopf ungeschützt. Du hast ihn den Hut runtergeballert. Da war es jetzt richtig sauer gemacht. Alter. Ich wollte gerade Jo. sagen, wie viel hält sein scheiß Kopf eigentlich aus, ey? Naja, er ist ein perfekt. Ein perfekter kristalliner Schädel. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also da musste halt einfach mehr arbeiten, wenn der Schädel einfach perfekt war. Ja. Oh, hier ist noch ein Haus, wo war. Unerkundetes Haus. Ja. Ah, eine Rohrbombe. Ja, scheiße, die hätte ich gerade sehr gut gebrauchen können. Ah. Naja, lässt sich nicht mehr ungeschehen machen. Es sei Nee, denn. es wird bestimmt noch einen Moment geben, wo die Rohrbombe sicherlich nutzbar ist. Und wenn wir sie zum Frühstück essen, ne? Bad Ending. Was stand da gerade? Hausbesitzer vermisst, bis auf weiteres kein Zutritt. Leck mich doch. Police Force, open the door. Oh, ein Dietrich. Nice. Da gibt es bestimmt noch 8 Schubladen, die wir öffnen können. Ja. Oh Gott, da Oh, lebt noch shit. einer. Nee, heute nicht greifen.
Scheiße, ich vergesse mal die Gegner wegzustoßen nach einem erfolgreichen Block. So zum Beispiel. Oh yeah! Oder so zum Beispiel nicht. Komm, lad nach. Ja. Yeah. Oh. War zwar leider kein Punch, aber hat auch gesessen. Es war ein Skillshot auf jeden Fall. Ja. Es war der perfekte Moment. Sekunden bevor man getroffen wird, abgeschossen. In anderen Spielen gäbe es dafür einen kritischen Treffer. Frame perfect einfach. Ja. Madalina. Ja, Kopf? Den Teddy. Kopf haben wir nicht. Ja, wir haben noch ein geschnitztes Tier, was man da draufschrauben könnte. Nein, leider nicht. Ja? Nee, leider nicht. Würde lustig aussehen. So ein umgedrehter Zentaure. Mit riesigen menschlichen Mädchenkörper und Tiergebeinen als Kopf. Dokument. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Drei Stunden später. Sich bitte bei mir melden. Grüße, Josef Simon, der Gärtner des Hauses Beneviento. Ja. Ist es auch so, das Haus mit dem roten Schornstein? Nee. Das ist das Haus des Geigenbauers. Das ist das Haus mit der roten Tür. Ja, und dem blauen Tor, ne? Und dem blauen, ja. Weil Hausbesitzer vermisst. Eben. Deswegen einfach mal Schlüssel klauen. Wäre ja sonst zu einfach, ne? Aber wir finden trotzdem eine Tür, wo einer unserer Schlüssel tatsächlich passt. Wir haben ja auch genug. Es wäre peinlich, wenn wir keinen hätten bei den 20. Hey, und da liegt eine Brunnenkurbel. Ah! Wofür ist die wohl? Bestimmt, um brunnenähnliche Türen zu kurbeln. Ja, wir sind nicht umsonst bekannt als YouTubes Sherlock und Watson. Gut kombiniert. wir müssen unter dem Traktor krabbeln. Der jetzt hoffentlich nicht ganz auf unseren Rücken stürzt. Nee, der ist jetzt safe. Der kracht einmal und dann das obligatorische Krachen. Eben. So. Dann kurbeln wir doch mal in der Hoffnung, es hat sich gelohnt und es ist ein Dietrich. Ein Eimer. Achso. Rein zufällig sind wir hier in der Nähe eines Schlosses. Und wir haben ja noch einen über, ein Dietrich. Eben. Es lohnt sich immer. Ja, wenn da wieder 7 Shotgun-Schuss drin sind. Oder vielleicht auch Magnum-Muni, man weiß es ja nicht. Würde ich mich nicht beklagen. Es ist Scharfschützen-Muni, 7. Aber Schuss. Auch 7 Stück. Ja. Wir sind aber in Resident Evil 8, gibt halt wenigstens 8 pro Stück raus. So richtig schön spendabel das Spiel, ne? Ja, also 7 Schuss ist ja wirklich nicht wenig. Nee. Vor allem die Waffe haut halt auch gut rein. Ah, da ist den Käfig, habe ich die ganze Zeit vorhin übersehen. Mit 4x Flintenmunition. Auch nicht schlecht. Kloppen wir direkt mal in unsere Schrotze rein. Ja, man weiß ja, it's not about shooting, it's about reloading too. Robert Kendo. Er ist der Händler. Hast du da gerade eine neue Theorie aufgemacht? Ja, so neues Futter für Fanfiction.
Dann kam mir der Händler näher. Welcome. Kristallener Schädel, wo kommt der näher? Ach, er so, lag da, nimm ihn einfach, frag mich. Ja, vielleicht habe ich mal vorhin mit dem Scharfschützengewehr einen so einen Typen hier auf dem Dach geknallt. Ja. So, jetzt spielen wir ein bisschen Rocky 2. Mit dem Unterschied, dass wir das Hühnchen sofort einfangen. Nicht, dass da gleich eine ganze Herde kommt und dich totpickt. Oh nein, es sind die Kuku. Bokun! Ja. Niemals waren sie tödlicher als in Hyrule Warriors. Boah. Bleib mir nicht da. Oder? Ein Silberhuhn auf dem Schlachtfeld und schon war das Spiel im Hard Mode. Wahrhaftig. Nichts drin hier? Tatsächlich nichts drin. Aber wir können hier wieder rausgehen und das war diese Tür. Das war die Rückseite, ja, genau. Ja, richtig, richtig. Aber das Schöne an Hyrule Warriors war ja, dass du tatsächlich ein Achievement bekommen hast, wenn du durch den Huhn gestorben bist. Ist auch schon bitter. So. Keine rostigen Reste, doch. Kristall. Nee, ein großer Kristall. Hey, was man nicht alles auskackt. Eben. Ne, wenn man Scheiße zu lange liegen lässt, dann wird sie kristallisiert. Das sagst du mir erst jetzt? Ja. Aber guck mal, wir sind beim Haus im roten Schornstein. Ich gleich mal ins Klo kacken und lass den liegen. Ja, weißt du, ist beim ersten Indiana Jones. Schauen Sie, Indy, diese Uhr. $10 beim örtlichen Händler. Aber wenn ich sie nun im Sand vergrabe und 1000 Jahre hier liegen lasse, dann werden Männer darum töten. Männer wie Sie und ich. So, ich habe gedacht, irgendwie Indiana Jones kackt in den Sand und dann kommt der ominöse vierte Teil. Der immer noch reicht besser ist als Tempel auf du. Meiner Meinung nach zumindest. Ja, Königreich ja, des Kristallschädels. Ich bin Fan vom ersten und vom dritten. Ja, ich auch. Also der erste ist mein Lieblingsteil, der dritte ist knapp dahinter, aber ich finde Königreich des Kristallschädels besser als Tempel des Todes. Jetzt ist meine Meinung. Mit seinem Schild Change My Mind. Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Das ist mal innovativ. Und da ist eins davon. Ja, und den geflügelten Schlüssel haben wir ja bereits. Ja, vier geflügelter Schlüssel. Verdammt, ich sollte zurück zum Duke. Ja, und der Duke hat ja gesagt, wir würden hier jemanden treffen, aber ich glaube, den habe ich schon weggemalert. Wir haben jemanden getroffen. Mit einer Kugel. In den Kopf. Tut weh. Also habe ich gehört. Ich habe es auch sogar gesehen, wie er zerplatzt ist. Vor meinem geistigen Auge. So, ein Job weniger für unser Familienfoto. Oh, der Kopf des geschnitzten Tieres. Siehst du mal. Ja, setz es doch auf die Puppe da, auf den. War genau mein Gedanke, aber das Spiel lässt mich leider nicht. Ach, das Spiel sagt dir genau, was zu kombinieren ist. Das zumindest ist ja schade. Zumindest bei Schätzen. So, dann gehen wir doch nochmal gleich zur Kirche. Es ist ja zum Glück nicht die Kirche von Targo Wischle, sonst wären wir am Arsch. Ja, ein gewisser Priester auch. Halskette mit zwei Fassungen. Das heißt, da kann auch was rein. Genau. Scheiße, so ist hätte das. Da der Kristall reingekommen von der Luisa-Kette? Leider nicht. Ah. Na gut, was heißt leider? Den hast du ja schon verkauft. Ja, aber da gehört ein anderer rein. Ah, okay.
Es steht ja bei den Schätzen dabei, ob die kombinierbar sind oder nicht. Ja, gut. Apropos kombinierbar. Messer lässt sich mit Geflügel kombinieren, ne? Immer. Oder mit anderen Fleischsorten, je nachdem. Das geht an alle Veggies da draußen. Shots fired. Liebe Grüße, alles Liebe, alles Gute. Bei der Produktion dieses Let's Plays sind keine Tiere zu Schaden gekommen. Nur Veganer. Psychisch. Es geht schon wieder in eine ganz falsche Richtung. Diese nervigen Fledermausviecher. Um mal wieder auf das Commentary des Games den Fokus zu legen. Den Vogel abzuschießen, ne? Guck mal, Bambi, ein Vogel. Vogel. Guck mal, Bambi, ein Berg. Vogel. Eine Insel mit zwei Bergen. So, der Brunnen war noch weiter hier lang oder, nee, da hinten. Da habe ich ein weißes Schwein gesehen. Wollte gerade sagen, da läuft doch das nächste Opfer. Oh Gott. Erlesenes Wild. Ja. Liebe Kinder. So kann es auch euch gehen, wenn der Überlebensinstinkt loslegt. Ich arbeite mit Kindern, das ist okay. Kinder, dies eure Zukunft. Ja, bitte leite die Kinder nicht in Richtung dieses Kanals. Ja. Jetzt willst du mir sagen, zu spät, ne? Reden wir über andere Dinge. Okay. Wir gehen zurück zum Duke, um die Story fortzusetzen. Stimmt, da war ja was. Mal auf mit dem optionalen Geschwafel da, mach mal da. Ja. Na, und? Etwas herausgefunden? Viel. Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das... Hab dieses erlesene Wild gefunden. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die 4 Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die 2. lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der 3. ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Del Lago. Der 4. und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Oh. Er hat uns ein paar Schätze markiert. In Resident Evil 4 muss man dafür bezahlen. Hier muss man nur lang genug leben. So, das war das Haus des Geigenmachers. Da können wir jetzt leider noch nicht hin. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle 4 Flakons finden.
Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Ja, 5 Sterne. Ein Glück, dass du kommst. Oh, ich weiß da was. Mahlzeit. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Was würde machen, wenn Ethan jetzt Vegetarier wäre?